Hallo liebe Zuschauer und die, die es noch werden wollen, zu einem Video der etwas anderen Art. In den letzten Wochen und Monaten haben mich sehr viele Menschen gefragt, Mensch, Daily Knödel, kannst du mal zeigen, wie du wohnst? Mach doch mal eine Roomtour mit uns. Und da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Ich möchte euch heute aber nicht nur zeigen, wie ich lebe, sondern euch auch ein paar nützliche Lebenstipps mit auf den Weg geben. Denn ich lebe hier sehr ordentlich. Jedes kleinste Detail dieser Wohnung ist sorgfältig organisiert. Und vielleicht kann der ein oder andere sich noch ein paar Tipps aus diesem Video rausnehmen. Aber reden wir nicht lange um den heißen Brei drumherum. So wohne ich. Schon unsere Besucher merken, selbst auf der Treppe ist für ihre Sicherheit gesorgt. Beginnen wir unsere Roomtour doch im Badezimmer. Hygiene ist uns sehr wichtig. Vor Benutzung wird jedes einzelne Stück Toilettenpapier sorgfältig desinfiziert. Um Wasserverschwendung zu verhindern, hängt ein Schild an der Spülung. Auch der Spiegel ist vor Verschmutzung geschützt. Vor Verlassen des Bades stößt jeder auf diesen Zettel an der Tür. Außerdem spendet jedes Familienmitglied etwas zur Kloreinigung. Um Unstimmigkeiten beim Abwasch zu entgehen, kümmert sich jeder um seinen eigenen Stapel. Wenn einer von uns etwas trinken möchte, misst er die dafür gebrauchte Menge an Flüssigkeit ab, benutzt sie und trägt sie danach in eine extra dafür vorgesehene Liste ein. Selbst die Benutzung von Türklinken ist bei uns genau erklärt. Wer mich kennt, der weiß, besonders Pünktlichkeit ist mir sehr wichtig. Darum müssen alle Uhren richtig gehen. Dafür führe ich einmal täglich ein Gespräch mit meinem Zeiger. So, mein Freund, in einer Stunde bist du wieder da. Das Reinigungsdatum von Benutzungsgegenständen wird genau festgehalten. Für den unwahrscheinlichen Falle eines Brandes hängen Notfallpläne an jeder Tür. Pfeiler auf dem Boden weisen außerdem zur nächsten Tür. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus dem Video mitnehmen. Habt ihr noch irgendwelche Tipps für mich? Was kann ich besser machen? Und wie wohnt ihr? Das würde mich mal interessieren. Antworten dazu sind gern gesehen, unten in den Kommentaren. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim weiteren Surfen auf YouTube. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich irgendwie wissen. Und wenn nicht, dann natürlich erst recht. Tschüss und viel Spaß noch.